Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Schlacht im Mittelalter 1 mit dem Edain-Mod und den Bösen und mittlerweile Mordor. Ja, im letzten Part haben wir die Schlacht um Helm's Klamm fertig gemacht und haben Naharad erobert und jetzt sind wir hier in Süditalien, wie auch immer, und haben eine riesige Armee. Hier 10 Mumakil, 10 Orks, nur 10 Orks, 80 Ork Bogenschützen, aber 510 Haradrim. Dazu zwei Nazgul und Saurons Mund. Ja, wir gucken uns mal an, was hier in Ithilien jetzt passiert. Ithilien bildet die Grenze zwischen Gondor und dem Land der Haradrim. In diesem umkämpften Reich sind alle in Gefahr. Genau. Macht euch bereit! Feuer frei! Schießt! Schießt! Jetzt! Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Stört dieses Lager der Menschen! Jagt sie aus diesem Land ein für alle Mal! Ihr geliebter verbotener Feier! Legt alles in Schutt und Asche! Okay. Aufstehen, ihr Hunde! Wir haben Messerarbeit zu tun! So, was für eine Riesentruppe. 800 Kommandeurspunkte. Ich glaube, das wären sogar noch mehr gewesen, aber das hat man irgendwie runterskaliert, kann das sein? Keine Ahnung. Hier kommen noch unsere ganzen Olifanten. Sind jetzt aber nur noch 2. Oder gelten die quasi als 5 oder so? Keine Ahnung. Naja, okay, wahrscheinlich. Wir bauen hier aber mal das Lager auf. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Und wir können eigentlich mal so eine Einheit Haradrim da hochschicken. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Diese Waldläufer verschmelzen mit den Bäumen. Treibt die Mumakil durch den Wald und zerstört ihre Deckung. So, sehr schön. Jetzt möchte ich die hier erstmal da drüben ein bisschen zusammenfassen. Boah, sind das viele Soldaten hier. Vor allem, das sind jetzt hier irgendwie auch mehr Leute in einem Trupp hier. Normalerweise sind es doch immer nur so 5 oder 6 oder so. Aber offensichtlich geht es hier ein bisschen schneller. Wir werden tatsächlich hier jetzt nicht mehr unbedingt... wir werden jetzt hier in dieser Kampagne nicht mehr unbedingt die ganze Zeit die Schmelzöfen bauen, sondern lieber die... wie heißen sie noch gleich? Helft mir. Lieber die Schlachthäuser. Ich halte die hier jetzt für eigentlich besser, zielführender. Genau. Ich denke, so machen wir das. Hier hoch würde ich ganz gerne recht schnell gehen. Genau, einfach um hier schnell diese Boni zu bekommen dort oben. Ich bin tatsächlich am überlegen, hier mal ein Sägewerk zu bauen. Komm, machen wir das mal. So, die greifen wir an. Was haben wir hier eigentlich? Finde und zerstöre den verbotenen Weiher, zerstöre das Lager der Gondorianer, übernehme im nördlichen Orklager das Kommando. Ja, das werden wir versuchen. So, mit diesen Truppen hier werden wir mal dort hochziehen. Mal unsere 1 und das hier ist unsere... 2. Oh, wie laufen die jetzt lang? Oh Gott, oh Gott. Ach, wir müssen da lang laufen, da durch hier. Upsa, das gibt jetzt einiges an Verlusten. Ach so, meine Dings hier natürlich müssen wir vielleicht auch mal hier entsenden. Die möchten wir jetzt ja nicht zu Tode schonen, quasi. Wollen wir hier auch Schlachthaus bauen oder was bauen wir da? Gute Frage. Wisst ihr was, wir können hier auf jeden Fall mal einen Trupp in den Turm hier reinbringen. Das wird uns hier auf jeden Fall helfen. Und ich will ja nachher, wenn wir mal ein bisschen Ruhe haben hier, aber das haben wir gerade nicht. Oh shit, die werden recht schnell hier Probleme kriegen, die Olifanten. Oh oh.
sind halt ziemlich unbeweglich hier, unsere Freunde. Upsa. Ja, das waren die Olifanten. An der Stelle hier oben, unten. Hier haben wir ja diesen Turm besetzt, das heißt, das können wir uns hier mal zurückziehen, weil hier brauchen wir offensichtlich Truppen. Und dann werde ich hier auch mal noch ein Sägewerk bauen, in diesem Part hier mal. Und hier werden wir auch mal ein bisschen weiter bauen. Ich würde sagen, wir bauen mal einen Trollkäfig, eine Orkgrube und ein Mumakil-Pferch. Ich finde halt die Mumakil ja schon stark und so, aber wenn halt der Gegner Bogenschützen hat, ist halt echt schwierig. Und diese Haradrim finde ich alles aber halt auch nicht stark, gell. Klar, wenn sie ihre Speere werfen und so, sind sie ganz stark, aber die müssen halt auch erst immer in die Gegend dafür kommen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit denen. So. Wie gesagt, eigentlich würde ich ganz gerne da oben dieses Lager erobern. Das wäre ganz chillig eigentlich. Vor allem müssen wir auch mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen was mehr an Nahkämpfern haben. Aktuell haben wir nämlich nur unsere drei Nazguls da vorne. Die werde ich jetzt mal aufs Pferd setzen, alle drei hier. Und jetzt können wir mal hier durchgucken, was der für Fähigkeiten hat. Befehlshaber von Barad-dûr, Saurons Mund führt die Vasallen des dunklen Herrschers in die Schlacht, plus 50% Schaden, 75 Rüstung und plus 50 Erfahrung für Haradrim und Ostlinge, aha. Es heißt, Saurons Mund sei grausamer als jeder Ork und in den Jahrtausenden, denen er Sauron diente, sammelte er große Erfahrung im Bekämpfen der Mächte des Lichts. Wäre nun einigen Truppen ein Teil der Erfahrung. Ah ja, okay. Oh, da ist schon das feindliche Lager, oder was? Oh Gott. Ich ziehe mich hier mal ein bisschen zurück. Und wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich frage mich gerade, wie wir da hochkommen. Schicken jetzt einfach mal nur Saurons Mund da hoch. Der soll mal die Verhandlungen sozusagen aufnehmen. Ah ja, hier vorbei, genau. Sehr schön. Können hier auch mal ein bisschen Wald fällen. Ein paar Bäume, so. Vielleicht bauen wir auch tatsächlich mal nochmal zwei. Okay. Oh. Wir müssen jetzt ganz dringend ein paar Türme bauen, wenn der uns jetzt hier verfolgt. So. Und dann werden wir hier mal ein paar Orks in Auftrag geben. Upsa, Saurons Mund ist tot. Hier mal ein paar Orks und ein paar Ork-Bogenschützen würde ich vorschlagen, so. Ja. Tötet mal noch den da, bitte. Sehr schön. Hier werde ich ein Schlachthaus bauen. Hier nehmen wir mal das Geld hier natürlich auch noch. Naja, hier unten werden sie jetzt wahrscheinlich uns die Ork Holzfäller töten. Ja, ist nicht so entspannt. Werde hier auch wieder das Schlachtross vom Schlachtross runtergehen. Der auch bitte. Und dann sollten wir uns vielleicht auch mal ein bisschen wehren. Und den Trollkäfig hier oben werde ich abreißen. Hier bauen wir nochmal ein Schlachthaus. Dafür bauen wir hier nämlich Belagerungswerke. Die haben wir ja da unten noch nicht gebaut, nee. Dann können wir mal zwei, drei Trolle in Auftrag geben und auch hier ein bisschen was an Nahkämpfern, weil da scheitert es bei uns gerade. Das sieht man auch daran, dass die Nazgûl hier vorne so schön verrecken. Ja, ganz grausam. So. Hier können wir mal die da oben töten gehen, das ist ganz cool. Nehmen wir mal den Olifanten hier vor. So, und dann werde ich hier mal ein paar Schleudern bauen. Aber es ist schon echter Stress hier, mit so vielen Leuten und auch so viel Widerstand, die der Gegner hier entsendet. Das ist echt stressig. Boah, und die haben halt so eine scheiß Reichweite und dann lassen sie sich abschießen, wenn man sie nicht die ganze Zeit bemuttert, ja. Oh Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt, was es hier gibt. So. Und dann werden wir hier mal angreifen, dass die uns hier nicht in den Rücken fallen.
Vielleicht auch nochmal, ja, Mumakil. Ah ja, der ist schon wieder gestorben. Wundert mich eigentlich gar nicht so richtig. Oh, wir hätten das hier vielleicht auch mal früher reinnehmen können. Warum kämpfen der Troll nicht? Oh Gott. Ja, so ist das natürlich ganz klasse, gell? Wenn der Troll nichts macht, dann ist das halt echt anstrengend, ein bisschen stressig hier. So, wisst ihr was? Wir ziehen uns hier mal zurück, weil das haben wir granatenmäßig verkackt hier drüben. Beziehungsweise ich habe das ordentlich verkackt hier. Ihr könnt ja nichts dafür. Dann müssen wir uns mal ein bisschen, ja, aufbauen. Boah, die sind ja auch so viele. Was ist denn das? Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der Olifant hier durchhält. Okay, das war natürlich geil. Okay, da oben, die haben wir getötet. Hier haben wir jetzt mittlerweile relativ viele Leute, würde ich mal sagen. Nehmen wir mal diese Einheiten. Kämpfen hier oben ein bisschen weiter. Ich kann mir vorstellen, ja, so. Okay, der Olifant, der schlägt sich gerade ganz ordentlich. Mit Shift kann man übrigens immer gleich 5 Einheiten in Auftrag geben. Das mache ich jetzt auch mal. Naja, okay, Olifant nehme ich jetzt keine 5 in Auftrag, aber Orks und Trolle und so weiter können wir damit sicher mal ein bisschen angehen. Und dann greifen wir jetzt hier unten an. Und werden hier auch die Katapulte mitnehmen. Ah, wieder ein paar Leute aus Ephelion hier. Okay. Puh. ich glaube, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal dieses Ding hier raushauen. Dann möchte ich hier unten gerne das Ding wieder eigentlich aufbauen. Ja, der Olifant ist hier auch wieder gestorben. Wundert mich jetzt auch nicht so sonderlich. Und dann greifen wir jetzt mal hier an und dann werden wir jetzt hier mal das Lager hier zerstören. Na shit, das kriegen wir hier eh nicht kaputt. Was machen die hier eigentlich? Okay, ja, wir müssen hier halt ein bisschen aushalten, gell? Wie sieht's hier oben aus? Hier können wir eigentlich auch mal nochmal nachrekrutieren. Es darf halt eigentlich nicht zum Erliegen kommen hier. Unsere Angriffe. Wo ist mein Olifanti? Hä? Ich hab doch eigentlich einen. Da ist einen rekrutiert, oder nicht? Oh, das, ach, da ist er schon. Könnt ihr das dann mal zerstören, bitte? Wäre nice. Okay, der hat echt auch wieder nichts auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, ich setze die auch ein bisschen falsch ein. Ich weiß auch nicht. Ich finde es eh sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Okay. Dann zerstört hier mal so die Kaserne und so weiter. Die nervt nämlich langsam. Oh shit. Jetzt würde hier erstmal uns die Katapulte zerstören. Boah, shit. Ja, komm. Bevor es zerstört wird. Also das eine Katapult, warum auch immer er das nicht angegriffen hat gerade. Okay, hier bringt es jetzt auch nichts mehr, hier die ganze Zeit hier lang zu schicken. Die sterben da immer einzeln, das lassen wir mal sein. Komm. Schaffst du das noch, das zu zerstören? Das wäre echt stark. Gut, das da als nächstes dann bitte. So, und dann haben wir jetzt hier unten mal wieder einiges an neuen Leuten. Oh mein Gott, hey, da wird ja rausgepumpt ohne Ende. Anders geht's gar nicht. Oh Gott. Oh. Das war da tatsächlich
sage ich mal, mit unseren mit Isengard war das entspannter, da bist halt irgendwie, ja, da waren halt die Truppen auch so gut, gell. Oh nö, der stirbt schon wieder. Warum habe ich den eigentlich auch da lang geschickt, gell? Das war ziemlich dämlich irgendwo. Oh, schade. Naja. Greifen wir hier mal an, mit allem, was wir so haben. Da hinten. Und auch die Trolle dürfen mal nicht fehlen. Das ist so geil, dieses eine Katapult kann hier schön dieses ganzen Dinger kaputt machen. Finde ich sehr geil. Oh, da sind ein paar Gegner im Wald. Ja, die fokussieren natürlich alle wieder hier auf den Ding, macht irgendwo Sinn. Na, oh, shit. Würdet mal den da hinten. So, und jetzt würde ich ganz gerne, könnt ihr die da mal töten, bitte? Und dann... Boah. Oh Gott. Ja, kriegen wir hier irgendwie mal was zerstört, das wäre mal stark. Ich weiß, ich möchte jetzt wirklich schnell die Basis zerstören, damit wir hier endlich mal ein bisschen Ruhe kriegen. Und dann machen wir das da kaputt. Bin ja mal gespannt, wie das dann auch mal wird, wenn wir mal Dings angreifen müssen. Irgendwelche Städte, sage ich mal. Also mit Mauer und so. Das wird mit Sicherheit spaßig. Komm, hau das Ding da mal kaputt, komm. Komm, ein Schlag noch, nein. Schade. Ah, er kriegt es noch so kaputt im Sterben. Sehr schön. Geht mal Bäumchen holen, das macht euch auch noch mal ein bisschen effektiver eigentlich. So, und dann hole ich hier einfach noch mehr Orks. Irgendwann macht's die Masse, hoffentlich. Boah, diese Belagerungsgeräte bauen braucht er echt ewig. So, jetzt greifen wir erneut an. Schauen mal hier hinten. Ich würde mal gerne wissen, wo denn dieser Weiher ist. Ich würde mal sagen, hier oben. Ups. Ja, hier ist er. So, wir sind auf jeden Fall mal wieder am Ende des Kommandolimits. Das heißt, wir müssen mal wieder angreifen. Oh, scheiße. Also ich finde es aktuell fast manchmal ein bisschen zu viele Soldaten. Um ehrlich zu sein, also auf beiden Seiten. Das macht das Ganze wirklich ein bisschen stressig. Ihr merkt sicherlich, dass ich gerade auch ein bisschen im Stress bin. Ja, das ist relativ krass hier. Aber jetzt haben wir gleich wenigstens dieses Lager hier mal zerstört. So, macht mal da weiter. So, hier kommen auf jeden Fall jetzt mal keine neuen Feinde oder so. Hier meine Trolle schicken wir mal darüber. Die Truppen senden wir auch mal hier runter. Diese Einheiten schicken wir hier rüber. Dann könnte ich mir eigentlich auch mal vorstellen, jetzt hier mal kurz aufzuhören und mal die Feuerpfeile zu erforschen. Wie sie entspannt hier hertraben. Holt mal Bäume und dann bauen wir hier ein Schlachthaus. Okay, das war effektiv und effizient hier drüben. So, greift da mal an. Ne, ihr sollt eigentlich nicht euch damit beschäftigen, sondern hier lieber mal den Turm da einreißen. Das wäre mal ganz sinnvoll. Okay. Puh.
so viele Menschen. Hey, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt im Film und so. Und gab es, glaube ich, nie so viele wie hier. An keiner Stelle gefühlt. Okay, so. Es ist halt auch, ich glaube auch so ein bisschen, es gehört natürlich auch zu Mordor dazu, ja. Dass man halt auch wirklich einfach vieles rekrutiert, weil man halt auch viel Geld hat. Wir müssen mal gucken, wir haben jetzt schon wieder 20.000, gell. Und man rekrutiert halt eben viel. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann stirbt halt auch viel. Das ist, glaube ich, recht normal einfach auch. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts. Vor allem hier in der Mod, im Hauptspiel ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber gerade hier im Mod ist das schon echt brutal. So, jetzt können wir hier oben eigentlich noch ganz entspannt hinziehen und da oben diesen Weiher noch zerstören. Sollten wir eigentlich noch ganz gut hinkriegen. Ja, das mache ich in dem Part hier noch fertig. Ah, Faramir, sieht man hier unten gerade. Oh shit, der hat jetzt nochmal eine ganz schöne Gruppe hier bekommen, oder wie sieht's aus? Jetzt bin ich nachher mal gespannt, ob eigentlich unsere Trolle auch übernommen werden in die nächste Mission. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ätzend gewesen, dass die da jetzt so spawnen. Holen wir hier mal die Feuerpfeile. Und greifen dann mal hier drüben an. So, ja, unsere Helden hätten wir übrigens auch mal wieder rekrutieren können. An die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. So. Oh Mann. Jetzt zerlegt uns hier oben gerade ganz schön die Leute. So. Aber jetzt kommt hier Verstärkung. Sollten das jetzt eigentlich ganz gut hinkriegen. Und da hinten fangen wir jetzt mal an, den Weiher zu zerstören, so langsam. Ja, wir könnten... Komm, holen wir die auch mal wieder. Holen uns hier noch ein bisschen Unterstützung durch Türme. Für den Fall der Fälle. Oh, schießt doch auch mal von selber. Ihr steht dann halt immer so doof rum und lasst euch abschießen. Das ist echt nicht cool. Ah, ein paar Katapulte haben wir auch noch. Vielleicht sollten wir auch mal wieder ein bisschen rekrutieren. Sollte man nicht vergessen. Ja, das habe ich jetzt hier ein bisschen vernachlässigt. In jüngster Zeit, sage ich mal. Na, der Troll wird auch nicht lange von Nutzen sein. So viele Bäume gibt es hier gar nicht, die er eigentlich bräuchte. Okay, helfen wir mal hier ein bisschen jetzt damit nach. Diese Katapulte sind immer recht nervig. So, senden wir die jetzt. Hab eigentlich gedacht, wir kriegen die Mission jetzt noch vorhin schnell fertig gespielt eigentlich, gell? Und dann kam hier die Verstärkung, aber eigentlich haben wir ja keinen Stress, gell? Aber ich mach die Mission jetzt auf jeden Fall hier fertig. Ist nicht wegen kürzester Missionszeit noch hier jetzt noch einen neuen Part anfangen oder so, das machen wir jetzt nicht. So, hier können wir mal angreifen. Vielleicht töten wir mal Faramir auch noch. Vielleicht kriegen wir hier auch mal ein 101 hin. Oje, oder auch nicht. Zumindest kein 101, das man sich hier wünschen könnte. Greift mal hier, schieß mal da rein. Du schießt auch dahin. Chillig. So. Ja, der
Sauron's Mund ist gleich wieder tot. Fail. Okay. Oh, wir haben ja mittlerweile wieder eine kleine Armee zusammen. Das geht immer so schnell. Die sterben so schnell und die kommen so schnell. Neue rekrutiert, meine ich. Na komm, jetzt macht er das Ding kaputt da hinten. Für den Faramir mal noch. Okay, Faramir ist tot. Unser eine Nazgul ist auch wieder da. Cool. Ja, die muss ich jetzt hier eigentlich nicht noch opfern. Können die mal... Boah, braucht es ewig. So. Aber der Weiher ist gleich kaputt. Jetzt haben wir doch nochmal eine Einheit hier verloren. Perfekt. Eine neue Macht regt sich. Der Sieg ist nah. Gut. Wunderbar. Huiuiui. Was für ein Gefecht. Puh. Bin mal gespannt, ob die mit Mordor alle so stressig werden. Jetzt habe ich mir auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause verdient. Würde ich sagen, nach diesem Part hier. Ihr habt euch auch eine Pause verdient, bis morgen nämlich. Schauen wir mal noch ganz kurz, wo es jetzt als nächstes hingeht. Wir kriegen auf jeden Fall plus 2 Spezialfähigkeitspunkte, sehr schön. Haben jetzt da 6. Auch gut. So, wo geht's als nächstes hin? Ah, okay. Emin Arnen oder Zentral Ithilien. Wir gucken dann mal, wo wir beim nächsten Mal hingehen. Ich würde sagen nach Emin Arnen, weil die 20% Rohstoffe brauchen wir gerade nicht unbedingt. Genau. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, Leute.